So, hallo. Für heute das letzte Video. Ich habe nämlich dann noch ein Date mit der Band. Ich erzähle euch jetzt erstmal hier ein bisschen was über das ganze Menü. Also wir haben hier ein Hauptmenü. Da haben wir vor allem die Option weiter, die wir jetzt drücken werden. Und alles, was wir sonst noch so brauchen. Die Konsole ist eigentlich nur deswegen wichtig, wenn man nachgucken möchte, was als letztes gesagt wurde. Wenn man so einen Hinweis noch sehen möchte. Also man kann hier scrollen und dann von Anfang. Nee, man sieht nicht von Anfang. Also Matrose Piet mit bla, wer was und dein Name war. Die Konsole brauchen wir nicht. Das Questbuch ist wichtig. Wir haben im Moment zwei offene Quests. Das Nachtlager. Und das hat hier Unterquests. Wir gehen zum Kapitän. Haben wir gemacht. Bietet Piet hier eine Hilfe an. Haben wir gemacht. Wir sind gerade dabei, den trockenen Zunderschwamm zu suchen. Und außerdem sollen wir unsere Ausbildung beenden. Ich bin unterwegs, um in Nadoret außerhalb der gewohnten Pfade meine bisherige Lehre, die letzten Lektionen zu lernen. Ich benötige von dort an selbst an der Vervollkommnung meiner Fähigkeiten zu arbeiten. Das ist ein Satz. Ich hasse das. Sehr schön. Wir müssen Magister Bruckbart aufsuchen. Ich wurde nach Nadoret geschickt, um von Magister Bruckbart zu lernen. Er soll ein großer Forscher sein und umfangreiches Wissen auch in den ungewöhnlicheren Fachgebieten der magischen Künste besitzen. Bei mir trage ich ein Empfehlungsschreiben, das den Magister um meine Fortbildung ersucht. Genau, das sind unsere offenen Quests. Geschlossen haben wir noch keine und misslungen ist es auch keine. Die Quests, also bis mal eine misslingt, das habe ich gar nicht geschafft. Also man muss sich echt anstrengen. Die Quests sind hier umfangreich und schön, aber nicht so schwer, dass sie misslingen wird. Hier unten übrigens sind unsere Zaubersprüche, die wir bis jetzt haben. Wir haben im Moment einen Ignifaxius Flammenstrahl. Das ist ein Wasserwerfer, wie ihr euch sicher denken könnt. Natürlich nicht. Und das Attributo Konstitution könnten wir steigern bei uns. Dadurch haben wir einen Punkt mehr auf Attribute. Also auf unser Attribut Konstitution. Und Konstitution ist wichtig, das gibt uns Lebensenergie. Aber es macht auch noch ganz viele andere Sachen. Genau, wir könnten Krankheiten, Giften widerstehen. Ist die Basis von Lebensenergie und Ausdauer. Deswegen ist das relativ gut, wenn man das ein bisschen mitsteigert und auf sich selbst anwendet, damit man ein bisschen schwieriger im Kampf zu besiegen ist. So, und das ist unsere Inventarleiste, unser kleiner Körper hier. Wir haben im Moment eine Magierrobe, die uns Schutz bei Brust, Bauchrücken, linkes und rechtes Bein bietet. Und zwei Stulpenstiefel. Wir sehen hier quasi auch unsere Schutzwerte auf einen Blick. Wir haben unseren Kampfstab nicht ausgerüstet, das machen wir mal. Wir können nämlich zusätzlich zum Zauber noch mit unserem Kampfstab kämpfen. Der macht einen Würfel plus 0 Schaden. Also ein W6 schätze ich ist das. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so richtig. Ich kenne mich nicht so ganz mit dem Wegewerk von DSA aus. Wir haben einfach verwende Gulmond Tee. Genau. Sonst außer unserem Empfehlungsschreiben. Das sind übrigens Questgegenstände. Die können nicht verkauft werden. Also natürlich kann Geld eingetauscht werden, gehen Waren, ist ja klar, aber trotzdem eine Empfehlung. Sehr schön. Ja, das sind unsere Kampftalente, nee, unsere ganz normalen Talente. So was wie Schleichen werden wir nicht brauchen. Selbstbeherrschung ist für einen Magier auch nicht so toll. Das bedeutet einfach, wie er Wunden widerstehen kann. Sinnschärfe ist für einen Magier auch nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Das ist eher für einen Waldläufer was. Da werden wir noch die Taschendiebstahl brauchen, wenig Zwergennase. Wir sind kein Zwerg. Tierkunde, Pflanzenkunde könnte für einen Magier wichtig sein. Werden wir aber auch unserer Waldläuferin später übergeben. Gassenwissen, super, braucht kein Magier. Heilkunde, Gift wäre auch schön, machen wir aber nicht. Heilkunde, Wunden ist total wichtig, aber auch nicht für einen Magier. Das werden wir auch abgeben. Magiekunde ist für uns wichtig. Etikette ist für uns wichtig, damit wir viel Gesprächsstoff haben. Also wir können einfach in gewissen Situationen mit genug Etikette begegnen und ausreden oder Eindruck schinden oder sowas. Genau. Kampftalente. Wir brauchen eigentlich nur Dolche. Also wir brauchen eigentlich bei den Kampftalenten müssen wir nur auf die Stäbe setzen. Ja, unsere Sonderfähigkeiten. Ich denke, ich werde hier auf Ausweichen gehen und offensiven Kampfstil braucht man ja auch nicht. Mal gucken, ich werde mal auf Ausweichen gehen, vielleicht auch auf offensiven Kampfstil. Mal gucken. Fernkampf, da brauchen wir gar nichts. Und defensiv, genau, das ist Ausweichen.
Und vielleicht Rüstungsgewöhnung. Nee, das macht auch keinen Sinn. Dann müssen wir mal gucken. So, da werden wir unsere gesamten Steigerungspunkte reinstecken. In Armatrotz werden wir das reinstecken. In Ignofaxius und in Attribute Konstitution und die ganzen Sachen, die wir sonst noch lernen werden. Das ist die Seele unserer Talente. Jawohl. Wir haben noch keine Alchemie-Rezepte, Schmiede-Rezepte oder Bogenbauen. Jetzt machen wir mal weiter. Ich setze den Modifikator von Ignifaxius auf 1 und von Armatrotz auch auf 1. Und den Armatrotz werde ich gleich verwenden. Ich bin jetzt etwas geschützt gegen Angriffe von außen. Und jetzt folgen wir Jana in die Turmruine. Vorher... Nein, gar kein Loading-Screen. Das ist ja cool. Schön. Ich bin hier unten. Hört ihr sie auch? Kommst du? Wir sehen hier auf der Karte schon die ersten Gegner. Fledermäuse. Dann werden wir locker mit fertig. Ich bin gerade nicht mehr so sicher, ob wir da wirklich rein sollten. Da scheint eine Höhle zu sein. Und in Piets Geschichten kommt immer nur einer wieder raus. Ah. Tja. Keine Sorge. Ich habe magische Fähigkeiten. Ich kann verschwinden. Wenn du zerfleischt wirst. Wenn du Angst hast, warte hier, ich gehe rein. Nur das könnte ich ja nicht sagen. Hm, du hast recht, du solltest lieber allein reingehen. Sehr schön. Ah, Piet kann Geschichten erzählen. Ah. Ja. Und wie? Wenn wir heute noch ein Feuer anbekommen, erzählt er dir vielleicht eine. Aber ich will jetzt gar nicht an seine Monster denken. Wer weiß, was da in der Höhle wohnt. Tja, Fledermäuse. Und Batman. Wenn du Angst hast, warte hier, ich gehe allein. Das würde zu Magier passen. Ich soll hier allein warten? Nee, dann gehe ich lieber mit. Nicht, weil ich Angst habe. Es wäre einfach wirklich langweilig, hier zu warten. Los, du gehst vor. Und jetzt mache ich hier auch wieder einen kleinen Stopp. Und dann schmeißen wir uns so richtig ins Geschehen. Ich verspreche es euch. Das ganze Geplänkel war ein bisschen notwendig. Tschüssi, tschüssi.